Hallo Leute, wie geht's euch? Heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch, denn einige haben mich darum gebeten, in den Kommentaren mal ein Tutorial zu machen, wie man Age of Pirates und halt die Mod logischerweise und alles, was man halt dazu braucht, installieren kann. Und dem komme ich gerne nach, damit ihr natürlich das Spiel auch spielen könnt und auch versteht, wie ihr das machen könnt. Allerdings, das habe ich auch schon geschrieben in der Antwort auf einen der Kommentare. Das ist natürlich nur so, wie ich es gemacht habe. Ich meine, ihr seht in meinem Let's Play, es funktioniert alles und es stürzt auch nicht ab oder so. Also es läuft alles supi. Aber die Anleitung sagt das ein bisschen anders, als ich es gemacht habe. Aber es funktioniert, von daher sollte das kein so großes Problem darstellen. Ja, und bevor man spielen kann, muss man natürlich auch erstmal runterladen. Und dazu kommen wir jetzt. Wie ihr hier hinter mir bei meinem hell erleuchtet weißen Gesicht sehen könnt, haben wir hier die Mod, die ich in meinem Let's Play spiele und die ihr bei mir sehen könnt. Und ja, das ist die Website, die habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt und auch nochmal hier in dem Video. Und das ist eigentlich nicht so schwer zu finden. Das ist die Version, die ich spiele. Und wie ihr sehen könnt, hier, das wird auch noch relativ häufig geupdatet. Genau, dazu kommt aber auch, ihr braucht 20 GB freien Platz. Also es ist schon nicht klein auf jeden Fall für ein Spiel, was schon ein paar Jahre alt ist. Dazu kommt auch, das originale Spiel ist mittlerweile Open Source geworden. Also man kann das einfach so frei bekommen. Dafür muss man nichts bezahlen. Genau, und wenn ihr das Ganze dann downloaden wollt, dann klickt ihr logischerweise einfach hier unten auf Download Now. Da drückt ihr dann drauf, dann werdet ihr gefragt, ob ihr etwas spenden wollt. Das müsst ihr natürlich nicht nur tun, könnt ihr. Das ist der Sinn einer Spende. Und ja, wenn ihr nichts spenden wollt, dann drückt ihr hier einfach auf No Thanks, just take me to the Downloads. Und dann kommt ihr zu den Downloads und dann seht ihr so eine hübsche Seite und dann drückt ihr hier nochmal auf Download. Und dann, hier steht zwar nur 11 GB, aber das liegt daran, dass es eine ZIP-Datei ist, also das Ganze ist komprimiert. Ich werde das Ganze natürlich nicht downloaden, da ich das Ganze schon auf meinem PC habe, wie man sich vielleicht denken kann. Deswegen überspringe ich diesen Schritt. Gut, wenn ihr das Ganze gedownloadet habt, dann könnt ihr weitermachen oder auch währenddessen, je nachdem, wie schnell eure Internetverbindung ist. Dann macht ihr weiter mit Gentleman of Fortune Maelstrom. Das ist die Engine, die überarbeitete für das Spiel. Das könnt ihr hier sehen, zum Beispiel. Ist das Ganze jetzt in DirectX 9 und auch in 64-Bit? Also, das ganze Spiel verändert sich komplett dadurch. Und hier ist es dann leider auch so, dass ihr dafür bezahlen müsst. Also, wie ihr sehen könnt, das Ganze kostet aktuell 12 US-Dollar. Und wie ihr hier sehen könnt, das habe ich auch schon mal gemacht. Also, ich habe das ganz legal erworben. Ihr könnt das ganz einfach über PayPal bezahlen und das Ganze funktioniert auch super und ihr werdet nicht über den Tisch gezogen. Also, falls ihr euch da Sorgen macht, da braucht ihr wirklich keine haben. Allerdings gibt es dazu zu sagen, dass ich in der letzten Woche oder in den letzten Monaten, wenn ich mich nicht irre, gesehen habe, dass das auch schon runtergesetzt war auf 6 Dollar. Also das kriegt ihr unter Umständen auch günstiger. Also vielleicht lohnt es sich hier auch einfach zu warten. Gut, und wenn ihr das Ganze runtergeladen habt, dann geht es logischerweise weiter mit dem ganzen Installierungsprozess. Der ist allerdings ein bisschen tricky und den zeige ich euch jetzt. Ja, hier seht ihr die beiden Sachen, die ihr runtergeladen habt. Einmal die Mod, die genau dieselbe ist, die ich habe. Allerdings gibt es da auch andere Versionen. Da könnt ihr euch einfach frei auf der Website austoben und schauen, was euch gefällt. Und dann habt ihr noch die Maelstrom Engine, die ihr hier seht. Das ist alles in dieser ZIP-Datei enthalten. Dabei ist ebenfalls eine PDF-Datei, die euch erklärt, was ihr genau machen müsst. Also hier steht zum Beispiel, dass ihr eine bestimmte Version von Microsoft Visual C++ installieren müsst. Da folgt ihr am besten den Anweisungen. Falls ihr nicht wisst, wo ihr diese README-Datei bzw. diese Setup-Datei findet, die euch das Ganze erklärt, dann schaut ihr einfach in der ZIP-Datei nach und sucht nach der Maelstrom Setup PDF. Das Ganze ist zwar auf Englisch, aber ich denke, die meisten sollten das verstehen. Ansonsten könnt ihr auch einfach diese Exe hier ausführen. Die sorgt dafür, dass ihr die geforderte Version davon installiert. Außerdem gibt es da auch noch eine DirectX-Datei vom Juni 2010, die ist auch hilfreich zu installieren. Gut, wenn ihr das Ganze getan habt, dann seid ihr bereit, die Sachen dahin zu packen, wo sie hingehören, damit das Spiel auch so läuft, wie es soll. Ich habe das Ganze so gemacht, dass ich den Ordner Maelstrom auf meiner C-Festplatte erstellt habe. In diesem Ordner habe ich dann den Ordner Games erstellt. Und in diesem Ordner habe ich dann den Ordner Gentleman of Fortune Historical Errors Module 2 erstellt.
Ich habe diese Namen aus der PDF-Datei übernommen, die euch erklärt, wie ihr das Ganze installiert. Also ich habe mich da exakt dran gehalten. Ich weiß allerdings nicht, ob das notwendig ist. Und in diesen Ordner, in dem Ordner Games und dann Gentlemen of Fortune Historical Eras Module 2 und in diesen Ordner zieht ihr dann die Mod, also die ZIP-Datei, die ihr zuerst runtergeladen habt. Lasst euch außerdem nicht davon irritieren, dass ich hier auch noch einen anderen Ordner drin habe, das ist eine andere Mod. Ihr benennt die Ordner je nachdem, wie die Mod heißt. Ich denke, das macht Sinn. Dann macht ihr weiter, indem ihr im Ordner Maelstrom den Ordner Gentlemen of Fortune Maelstrom Engine erstellt. In diesen Ordner extrahiert ihr dann alles rein, was ihr in der zweiten Datei runtergeladen habt, also die Maelstrom Engine selber, wie ihr hier sehen könnt. So sieht das Ganze aus und dann markiert ihr das Ganze einfach und dann zieht ihr das hier rein. Und dann sieht das bei euch genauso aus wie bei mir. Ja, meine Freunde, nun kommt der Teil, den ich selber nicht so ganz verstanden habe, aber den ich trotzdem auf meine eigene Weise hinbekommen habe. Ihr sucht euch nun aus, mit welchem DirectX und ob das Spiel in 32 oder 64 Bit laufen soll. Wenn ihr das Spiel so wie ich mit DirectX 9 und 64 Bit haben wollt, dann öffnet ihr den Ordner DirectX 9 64 Bit. Dort habt ihr dann ein paar Dateien drin, wie zum Beispiel die Maelstrom-Exe, darüber startet ihr das Spiel, aber auch eine Config-Exe, mit der ihr konfigurieren könnt, welche Grafikeinstellungen oder welche Tonoptionen ihr haben wollt. Diese ganzen Dateien kopiert ihr dann, also ihr markiert die und drückt Rechtsklick Kopieren. Dann geht ihr zurück bis zum Ordner Maelstrom und öffnet wieder den Games-Ordner. Dann geht ihr in den Ordner des Mods, den ihr installiert habt, und kopiert die eben gesehenen Dateien hier rein. Also ihr geht Rechtsklick auf einen freien Bereich und drückt Einfügen. Wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr einfach auf die Maelstrom-Exe doppelklicken und das Spiel sollte für euch starten. Wie ihr sehen könnt, das dauert dann einen kleinen Moment und tada, ihr habt das Spiel. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommt, dann stellt diese Fragen gerne in den Kommentaren und ich versuche euch bestmöglich zu helfen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Channel abonnieren würdet. Zuletzt bleibt zu sagen, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch geholfen und wenn ja, lasst mich das mit einer Bewertung natürlich gern wissen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!